Test. Ertrag. Hallo? Gelb zieht halt an, ne? Und macht gute Stimmung. Sonnenblumen haben wir noch nie angebaut auf unserem Betrieb. Einfach mal ausprobieren. Ernte ist immer Aufregung. Wir arbeiten jetzt hier quasi ein halbes Jahr drauf hin und jetzt ist Tag der Abrechnung, ne? Judgment Day. Landwirt Thomas Ostendorf ist gespannt. Werden seine Sonnenblumen genug Ertrag bringen? Reicht die Qualität für die Speiseölherstellung? Wir rechnen es am Ende aus. Auch für den Mähdrescherfahrer kein Alltagseinsatz. Eigentlich ist der Drescher auf Körnermais eingestellt. Auch Neuland für euch, ne? Komplett Neuland. Erstes Mal. Aber mal cool was anderes zu machen. Ja, das ist Fakt. Ja, genau. Wie hoch schneidest du ab? Kommt drauf an, wie hoch die Sonnenblume halt sitzt, ne? Ja. Desto höher, desto besser, desto schneller fallen die hier nicht rein und platzen dann hier oben schon los. Ja. Deswegen halte ich die eigentlich ziemlich unterm Kopf, versuche ich die abzuhalten. Dann geht's los. Bei Thomas in Ochtrup stehen die Sonnenblumen auf insgesamt 3 Hektar. Schon bei der Aussaat hat der Landwirt darauf geachtet, dass sich die Pflanzen später möglichst leicht ernten lassen. Wir haben hier quasi die Sonnenblumen jetzt auf 75 cm Reihenabstand gelegt, weil die Technik hier vor Ort vom Mais schon vorhanden ist. Die Profis, denke ich mal, in Brandenburg, die werden die auf 45 cm legen. Aber dann hätte unser Lohnunternehmer hier vor Ort wieder neue Technik dafür anschaffen müssen. Und bloß weil der Bauer da so eine Idee hatte, sich für teuer Geld die Maschinen dann in die Scheune zu stellen und nächstes Jahr fällt dem Bauern ein, oh, wir machen wieder was anderes. Das kann man von keinem verlangen. Durch den Ukraine-Krieg und den Mangel an Sonnenblumenöl war Thomas auf die Idee mit den Sonnenblumen gekommen. Den Ausschlag hat dann aber noch etwas anderes gegeben. Sonnenblumen, die Überlebenskünstler. Wir hatten 2 Jahre schlechte Maisjahre, wo wir wirklich schlechten Mais hatten, der einfach aufgrund der Trockenheit teilweise Totalausfälle. Und die Sonnenblume kommt halt mit wenig Wasser aus. Die kann man in jede Sandkiste pflanzen. Und die passende Fläche hatten wir. Die war jetzt auch nicht so groß, dass ich mich dafür vor Bange gemacht habe. Also das ist jetzt nicht jetzt existenzbedrohend, wenn dieser Versuch jetzt mal in die Hose gehen würde. Familie Ostendorf lebt in 4. Generation auf dem Hof in Ochtrup. Hauptstandbein ist die Sauenhaltung. Auf 40 Hektar betreiben sie Ackerbau. Neueste Frucht, die Sonnenblume. Schmecken tut's auch. Dass die Sonnenblume Dürreperioden länger als Mais durchstehen kann, das zeigt sich vor allem unter der Erde. Erstmal eine Menge Wurzeln kann die. Also wie wir hier sehen, mach mal ein bisschen die Erde ab hier. Der Bauer wühlt ja gerne in der Erde rum. Die Pfahlwurzel, die ist natürlich definitiv noch wesentlich länger und das ist der Hauptversorgungsstrang quasi für die Sonnenblume. Deswegen kommt die auch so gut mit der Trockenheit klar. Dann haben wir natürlich jede Menge Feinwurzeln, aber die Pfahlwurzel ist quasi die Hauptautobahn fürs Wasser, damit wir es auch bis oben in den Kopf transportiert bekommen. Und das macht die Sonnenblume halt interessant für trockene Sandstandorte. Der Mähdrescher fährt 30 Minuten, dann ist der Tank voll mit Sonnenblumenkernen. Wie ist die Qualität? Also ich finde, es ist super sauber ausgedroschen. Wir haben wenig Fremdbesatzer drin. Die Körner sind alle heile geblieben, also die Einstellung vom Drescher passt. Ich kann aber auch überhaupt nicht einschätzen, wie feucht das jetzt wirklich ist. Im Getreide könnt ihr dir vielleicht eine grobe Richtung sagen und wie es fällt, wo die Feuchtigkeit hingeht. Aber an dieser Stelle ist das absolutes Neuland für mich. Und da muss ich mir nachher auf die Werte aus dem geeichten Gerät an der Genossenschaft verlassen. Keine Ahnung. Also nur gefühlt ist, ja, schön. Wie die Qualität wirklich ist, sehen wir später. Klar ist aber, einige Faktoren waren gegen den Landwirt. Zu viel Regen für die Ölfrucht. Vogelfraß kostete 15% der Ernte und auch einige Passanten haben Blumen stibitzt. Richtig gut wachsen Sonnenblumen in diesem Jahr dagegen als Zwischenfrüchte. Nachbar Christian Rensing hat sie nach der Getreideernte im Sommer gesät. Eine ganz andere Sorte, weniger ölhaltig. Die hat sich dieses Jahr sehr gut entwickelt. Aufgrund des nassen Sommers hat das hier sehr gut funktioniert, wie man sieht.
Da bin ich selbst etwas verwundert, dass das so gut geklappt hat. Von der Straße aus sah das immer, naja, wir sind hier ungefähr bei 60 cm Aufwuchshöhe. Aber wenn man einmal in die Bestände reingeht, wundert man sich, wie man es hier auch gerade sieht, ja, wie hoch die geworden ist. Dann bildet sie quasi mit den anderen zusammen den Humus für den Boden. Den brauchen wir, Wasser speichern, Nährstoffe speichern. Ja, das ist eigentlich, sag mal, natürlich auch für die Artenvielfalt, für die Wildbiene, für die Insekten als Anflugstation hier. Wir werden die jetzt nicht zur Ölgewinnung oder zu Vogelfutter verarbeiten. Also die bleibt hier auf dem Acker, sieht schön aus und dient quasi dem Mais für nächstes Jahr als Vorfrucht und als Nährstoffspeicher. Und damit hat sie eigentlich ihren Dienst schon getan. Abrechnung, ne? Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. So, deine Sonnenblumen sind da. Zuerst misst die Genossenschaft in Ochtrup die Feuchtigkeit der Sonnenblumenkerne. Ich bin mal gespannt. Wir werden die Sonnenblumen dieses Jahr an die Ölmühle verkaufen. Nach Neuss, ne? Oder wo war die? Kleve Neuss. Muss ich noch gucken, wer da den besseren Erlös für uns gibt. Ja. Da ist jetzt zu erreichen 9% Feuchtigkeit. 13,9. Also wir werden, um sicher zu gehen, auf 8% runtertrocknen. Ja. Jetzt ist nur noch die Frage, hat sich das Experiment Sonnenblumen gelohnt? 3 Tonnen Kerne pro Hektar wären ein gutes Ergebnis. Und was meinst du? Komm, spann mich nicht auf die Folter hier. Sag an, wie viel waren es? Was waren auf den beiden Anhängern drauf? 6,96 Tonnen. Ja. Bei 3 Hektar 2,3 Tonnen pro Hektar. Oh ja, okay. Da kann wir hätten jetzt gestern mehr ausgerechnet, aber da müssen wir jetzt mit klarkommen. Thomas ist enttäuscht. Ciao. Aber was bleibt unterm Strich? Marktleistung, also das, was wir für die Ernte bekommen haben, sind 690 Euro. Dann haben wir 180 Hektar Saatgut, 50 Euro für die Aussaat, 370 für den Kalidünger. Das war so das was am meisten ins Portemonnaie gegriffen hat. Der Pflanzenschutz 50 Euro, der mechanische Pflanzenschutz nochmal 70 Euro. Und da sind wir beim Aufwand in der Summe bei 720 Euro. Und ja, wenn wir nur 690 Euro den Hektar kriegen, dann wird das Minusgeschäft. Rechnet man noch die Kosten für Trocknung und Ernte hinzu, haben die 3 Hektar Sonnenblumen Thomas ein Minus von 1.000 Euro beschert. Für Körnermais war das Wetter diesmal ideal. Er hätte 2.500 Euro plus gebracht. Das buchen wir jetzt unter Lebenserfahrung ab und dann gucken wir, dass wir beim nächsten Mal besser sind. Wenn wir jetzt schon oben anwären, dann hätten wir nichts mehr zu verbessern. Ist ja langweilig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaut auch unsere anderen Videos auf diesem Kanal an. Bis demnächst, euer Thomas.